Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 22. April 2018? Ich vermittle nicht nur diese kosmischen Einflüsse, sondern wie ist die Magie des Mondes und wie können wir das nutzen, vorteilhaft nutzen zu unserem Alltag. Mond beeinflusst die Tagesereignisse, nicht nur sorgt für diese kleineren Veränderungen und für einen Wechsel, sondern beeinflusst unsere Emotionen. Die Gefühle symbolisiert das Wasser und wir reagieren empfindlich. Wir sollen auch nachdenken, unser Körper besteht im Großteil aus Wasser. Und so wie Ebbe und Flut, diese Bewegung des Meeres von der Mondenergie kommt, so kann oder ist auch so, so beeinflusst die Mondenergie unsere Gefühle. Und wir können das auch, diese Energie, diese Mondenergie, vorteilhaft nutzen. Also wir sollen diese Kraft als Magie für unser Leben nutzen. Und wie ist der Einfluss für heute? Mond befindet sich gerade in einer zunehmenden Mondphase. Das heißt, im Allgemeinen, das eignet sich dafür, etwas starten, was zunehmen soll. Ein Wachstum. Aber wir können die Mondenergie oder sollen wir auch damit beschäftigen, täglich auch beschreiben. Und es ist nicht nur die Tierkreiszeichen, wo sich die Mond gerade befindet, sondern es ist wichtig, wie weit ist Mond von der Sonne entfernt liegt. Dieses Licht, was wir sehen, die Mondlicht, das ist eigentlich die Sonnenlicht. Das heißt, Mond hat kein eigenes Licht. Die Mond empfängt die Licht von der Sonne und reflektiert uns weiter. Und weil Mond beeinflusst unserem Leben, die Veränderungen, aber auch unsere Stimmung, unsere Gefühlen, wir sollen damit im Einklang sein. Das heißt, wir nutzen die Naturkräfte. Und es gibt immer Mittel oder gibt es verschiedene Methoden, verschiedene Mittel, die verbinden Energiefelder, beruhigend wirken oder harmonisierend wirken. Das sind Düfte und Farben und Musik. Und natürlich gibt es noch andere Methoden, auch die Energiefelder vermitteln. Und dazu gehören die Halbedelsteine. Und das können wir mit Sonnenenergie oder mit Mondenergie aufladen. Die heutigen Halbedelsteingranat sollen wir zum Beispiel auch mit Sonne aufladen. Granat hat einen Bezug zum Sonne, aber ich beschreibe das sofort, wie wir damit arbeiten können. Erstmal, wie wirkt auf dem heutigen Tag dieser Mondeinfluss und diese Verbindung zu Sonne? Natürlich löst etwas aus in unserem Alltag. Im heutigen Tag verspüren wir die schöpferische Kraft, unsere Kreativität und wir setzen etwas im Tat um. Es ist ein Wechsel. Das heißt, alles, was wir geplant haben, setzen wir jetzt um. Und da haben wir die Klarheit und die Orientierung oder wir bringen etwas ins Licht. Wir verspüren auch nicht nur die Mondenergie, sondern auch die Sonnenenergie. Das heißt, diese schöpferische, kreative Art zeigen wir in Öffentlichkeit, wir setzen um ins Leben und das ist sichtbar. Das heißt, im Tat wird etwas umgesetzt und dieser Wechsel kommt jetzt. Aber wo Licht ist, und es ist ein lichtvoller Tag heute, da ist auch immer Schatten. Also wir sollen überprüfen, welche Hindernisse sind noch da, was ist diese Schatten, vielleicht unseren eigenen Gefühlen wie Zweifel oder Angst.
worauf wir heute achten sollen, dass wir nicht unnötig versuchen, verschiedene Auseinandersetzungen oder etwas, was zum Streit oder Stress führt, sondern das zu vermeiden. Das heißt, konzentriert im Kraft bleiben und die Kraft in richtige Richtung lenken, das, was notwendig ist, und da diese schöpferische Energie lenken, weil wir sind heute kreativ, wir verschönern etwas oder setzen wir etwas in Tat um. Dabei begleitet uns oder können wir vorteilhaft nutzen die Kraft der Granat. Und wie können wir in Magie bei diesem Ritual arbeiten mit diesem Halbedelstein Granat? Wir sollen Granat einmal im Monat entladen. Und das können wir mit Hämatit tun, wenn wir die beiden Steine über Nacht oder für ein paar Stunden in eine Schüssel legen. Dann Hämatit entladet den Granat. Das heißt, Granat ist frei für neue Energie. Aber Granat, was Kern bedeutet, übersetzt, und es kommt von Latein, bedeutet das innere Licht zu haben, im Mittelalter, aber im Antiken dieser Halbedelstein verehrt. Das war ein magischer Stein, ein heiliger Stein, wo sie gesagt haben, das ist die innere Sonne drin. Also wir können mit dem Sonnenenergie für kurze Zeit aufladen. Dann ist dieser innere Kern, so heißt auch übersetzt die Name, diesem Kern mal aufgeladen mit Sonnenkraft, und dann können wir natürlich im Nacht draußen legen, ganze Nacht, damit auch Mondlicht bekommt, und so vereint sich die Sonne und Mondenergie im Steingranat und wirkt als Amulett. Und welchem Bereich können wir Granat nutzen? Stärkt den Herz, die Vitalität. Und natürlich alle Herzensangelegenheiten, was wir wünschen, was in unserem Herzen liegt, aber auch Liebe, Partnerschaft, und stärkt die Sexualenergie, vereint sich Sonne, Mond. Und das ist natürlich Symbol für weibliche und männliche. Sonne symbolisiert das Männliche, das Gebende, die Lichtspendende, und Mond symbolisiert das Empfängliche, die Weibliche, wo die Sonnenlicht empfängt. Und so ist die beiden Energie miteinander in diesem Stein vereint. Und das ist natürlich sehr starke Energie, was wir auch in die Liebe, Partnerschaft, auch für Sexualität, das strahlt alles aus, entweder im Ritual verwenden oder im Foto von Herzensmann oder Herzensdame mit einer roten Kerze anzünden. Das ist Symbol für die Liebe, die Foto von dieser Person und natürlich die Granat dazu, die aufladene Granat. Und welchem Bereich wirkt noch Mond? Natürlich ist es auch wichtig, wo bewegt sich gerade den Mond? Und es ist im Grenzbereich Krebs und Löwe, das heißt, die Krebser wäre die Familie, zum Beispiel Familie gründen oder das Zuhause, das hilft auch zu Ehe oder ähnliche Verbindungen, das da stabilisiert etwas in die Beziehung. Die Krebs hat natürlich auch eine Verbindung zum Gefühlen, das ist Wasserelement, damit das berührt die Gefühlen, dass die Partnerschaft gefühlsvoll ist. Und dann kommt in diesem Grenzbereich auch die Löwe-Energie dazu, natürlich auch das Selbst oder ganze diese Liebe zu stärken. Und Löwe bedeutet auch in Öffentlichkeit, dass diese Partnerschaft in Öffentlichkeit kommt, ins Licht kommt, im Mittelpunkt steht, und so vereint sich die Kräfte. Und dazu können wir mit Granat arbeiten und so mit Sonnenenergie und Mondenergie aufladen, damit die Wirkung verstärkt ist, und zum Ritualen verwenden oder zur Wunscherfüllung, alles, was unserem Herzensangelegenheit betrifft. Bei Ritualen ist es sehr wichtig, einen Kreis zu bilden. Das hat eine symbolische Bedeutung. Das ist das innere Kreis und symbolisiert auch unserem Inneren, aber auch ein heiliger Ort, wie ein heiliger Tempel.
Wir treten rein in diesem Ort und in die Mitte sind die Wünsche oder wenn es um die Liebe geht, die Name von Herzensmann oder Herzensdame oder die Foto, auch das Licht, die Kerze, die rote Kerze, können wir bei Liebe mit roten Kerzen arbeiten. Und die Kreis ist natürlich auch sehr, hat eine Bedeutung, hat auch eine Bedeutung. Wie sollen wir diesen Kreis bilden? Sie können auch mit Halbedelsteine arbeiten und das symbolisiert die Chakras, auch diese Energiefelder. Und die Mitte ist natürlich auch ein Symbol für Herz. Da strahlt alles aus. Aber Sie können auch mit Meeressalz, mit Salz diese Kreis zu bilden. Das wirkt selbstverständlich auch. Und so geht die Ritual. Natürlich ist das auch individuell, welchen Tag eignet sich für die Rituale. Da sollten wir die Geburtshoroskop auch betrachten. Die Geburtshoroskop, wo liegt das Mond? Und auch die Thematik bei Liebe, wo ist die Venus-Energie und wie kommt das mit dem heutigen Tagesenergie, dieser kosmischen Energie in Verbindung? Ist es eine Harmonie oder ist da Spannung? Dann vielleicht einen anderen Tag wählen. Aber im Allgemeinen können wir heute mit Granat aufladen und ich habe die Thematik beschrieben und hilft bei diesem schöpferischen Kraft, damit wir etwas im Tat umsetzen. So, Sonne bewegt sich, beziehungsweise Sonne, die Scheinbewegung, die Sonne bewegt sich nicht, unserem Planet Erde bewegt sich, aber für unseren Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Sonne macht die Bewegung. Grunde genommen bewegt sich die Erde. Aber wir sprechen über Sonnenbewegung. Das heißt, die Scheinbewegung, die Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Unser Planet Erde bewegt sich und tatsächlich unser Planet Erde macht die Bewegung, bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Mond, wie ich schon sagte, hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich im Grenzbereich zwischen Krebs und Löwe. Also noch im Krebs bei Sonnenaufgang, aber im laufenden Tagen übergeht in Tierkreiszeichen Löwe. Unser Planet Erde bekommt einen Einfluss von Sternprinzeps, übersetzt heißt es Prinz. Und diesem Sternprinzeps befindet sich im Sternbild Bärenhüter. Diesem Sternbild Bärenhüter bewacht, beschützt den großen Bär und kleinen Bär. Die Geschichte habe ich schon oft erzählt. Hier handelt es sich um Kallisto und Arkas, ihr Sohn Arkas. Und das ist die Bärenhüter, die die beiden Bären natürlich behütet, beschützt. Und so ist der Schutz gerade auf unserem Planet Erde und bedeutet noch etwas. Wir sind noch nicht ins Ziel angekommen, aber schon im richtigen Weg. Mond bewegt sich noch bei Sonnenaufgang in Tierkreiszeichen Krebs, aber im laufenden Tag übergeht in Tierkreiszeichen Löwe. Prokion bestrahlt den heutigen Mondbewegung und Prokion befindet sich im kleinen Hund. Es gibt den großen Hund und gibt es den kleinen Hund. Beide Hunde gehören zum Orion, das ist der himmlischen Jäger. Und die beiden Hunde zeigen in eine Richtung und es ist die Nordpol oder Polarstern und das ist bei kleinen Bär. Das heißt in die Richtung, was ich vorher auch erwähnt habe, den großen Bär und den kleinen Bär, Kallisto und ihr Sohn Arkas und diese Richtung zeigt Prokion. Übersetzt heißt diesem Stern Prokion die Vorausgehende. Warum? Weil es gibt einen
ganz hell leuchtenden Stern im Himmel. Im Antiken, besonders bei Ägyptern, wurde verehrt. Und dieser Stern heißt Sirius. Und diesem Sirius befindet im großen Hund. Und vor Sirius erscheint im Himmel, erstmal sichtbar ist in diesem Prokion, die vorausgehende, also verkündet die baldigen Sichtbarkeit der Stern Sirius im Himmel, und dieser Prokion befindet sich im kleinen Hund, also kündet etwas an. Wir sind noch nicht im Ziel, aber die Richtung stimmt, also wieder so ähnlichen Aussage. Alles hängt zusammen. Bei Babylonier wurde dieser Stern Prokion auch verehrt, weil das war die rechte Hand Marduk, der Himmelsgott, wo die Himmel erschaffen hat. Das war die Baumeister, wo die ganze Pläne gemacht hat. Das war Prokion. Bei den Babylonier heißt es Nargar. Und jetzt schauen wir an, wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreiszeichen, diese ganze Energie. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont auf, zeigt die Sichtbarkeit, die Stiergeborenen und auch die Bedürfnis gesehen werden. Und die Stiergeborenen wünschen das auch, diese Anerkennung, sichtbar zu sein oder etwas sichtbar machen oder Anerkennung bekommen. Wichtiges Thema ist auch bei Stiergeborenen die Liebe und Partnerschaft. Bei Sonnenaufgang und Anfang des Tages ist die Mondenergie sehr unterstützend für die Stiergeborenen, weil sie stehen in Harmonie. In dem Moment, wo die Mond übergeht im laufenden Tag in Tierkreiszeichen Löwe, entsteht eine gewisse Spannung, entweder Nervosität oder Unsicherheit, und dann brauchen die Stiergeborenen natürlich die inneren Ruhe, die inneren Kraft. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein wichtiges Thema, immer noch Werte, Wertschätzung. Die Zwillingsgeborenen haben sehr gute Einflüsse, schöne Mondenergie. Das heißt auch Gefühlen wahrnehmen, etwas ins Licht zu bringen. Auch die Gespräche, die Kontakte, die Verträge laufen sehr gut. Eignet sich auch sehr gut, diese Energie etwas zu investieren, was Erfolg und Gewinn bringt, gerade bei diesem zunehmenden Mondphase, etwas im Tat umsetzen. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeboren ist wichtig die Sicherheit, Stabilität, auch die Familie, auch die Kontakte zu Verwandten, Bekannten in vertrauter Umgebung, aber auch das eigene Zuhause und diese Kreativität, etwas umsetzen in Tat und etwas verschönern durch diese Mondenergie natürlich, das können Sie, die Krebsgeborenen, auch nützen, etwas verschönern, ihre Kreativität leben. Und wo Stabilität erleben gerade die Krebsgeborenen, das ist die liebe Partnerschaft. Was unangenehm sein kann, weil das zu Missverständnissen führt, das ist eine Nachricht oder ein Gespräch. Also diese Missverständnisse vermeiden, eher zurückhaltend sein, nicht zu viel äußern und diskutieren. Kann auch bedeuten, dass die Krebsgeborenen warten auf ein Nachricht und es kommt noch nicht und das bringt ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen bewegt sich einiges in den Tag. Sie können diese schöpferische Kraft umsetzen, im Arbeit, im Hobby, zu Hause etwas verschönern und etwas in Tat umsetzen. Die Gespräche laufen sehr gut bei den Löwengeborenen und sie haben auch Glück bei einem Termin oder bei beruflichen Veränderungen. Wo die Löwengeborenen Einschränkungen haben, das ist die liebe Partnerschaft, aber nicht allzu lang, weil es nähert sich die baldigen Glück in die liebe Partnerschaft. Aber dieses Ritual, dieses Liebesritual würde ich trotzdem empfehlen, mal vorbereiten, dass dieses Glück auch verstärkt, diese Energie da ist für die Herzöffnung. Die Löwengeborenen haben auch karmischen
Themen, eine karmische Begegnung, karmische Erinnerung und etwas Neues gestalten, erleben. Die Tierkreiszeichen Jungfrau-Geborenen sind begeistert von etwas. Sie haben gute Chancen beruflich, also nicht unsicher sein, diese Unsicherheit überwinden und die berufliche Situation verbessern. Hat sich auch einiges verbessert. Wo die Jungfrau-Geborenen Glück haben, weil da kommt Stabilität, das ist die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Waagen-Geborenen spiegelt etwas im Leben, das sind die Gespräche, die Kontakte, auch Termine. Sie sollen auch um die beruflichen kümmern, auch Freundschaften, Bekanntschaften, dass die Kontakt aufrecht erhalten, nicht nur warten, bis diese Nachricht kommt, sondern auf anderen zuzugehen. In die Liebe, Partnerschaft sind sie noch etwas unsicher, aber in die nächsten Zeit kommt die Sicherheit und auch eine Verbesserung bezüglich Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen spiegelt auch etwas im Leben und das sind die Liebe. Hier gilt auch nicht nur warten, sondern wenn das schon spiegelt bekommen, das auch bewusst wahrnehmen und aktiv sein. Ein Schritt auf anderen zugehen, die Kontakt suchen, ein Signal setzen. Manchmal reicht ein Lächeln, dann ist die andere sicherer und dann wagt auch über Gefühlen zu sprechen oder wagt mal die Kontakt. Also wichtig ist ein Geben und Nehmen und ein Entgegenkommen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen verspüren im Augenblick eine gewisse Unsicherheit, aber in den kommenden Tagen kommt die Begeisterung und kommt auch etwas in Bewegung. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten und in der nächsten Zeit wird ein wichtiges Thema sein, die Liebe, Partnerschaft und kommt auch die Leichtigkeit und das werden die Schützengeborenen das ausbalancieren, ausgleichen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen, das ist jetzt was ganz, ganz Spezielles, weil die Steinbockgeborenen haben viele Themen zurzeit, was nicht nur in die Tagen wirkt, sondern die haben so richtige Prozesse. Erstens, viele sollen die Steinbockgeborenen loslassen. Das heißt, kündigen, wenn das nicht die richtige Arbeit ist. Oder verabschieden von einer Freundschaft, wenn das nicht die richtige Freundschaft ist, nicht aufrichtig. Oder eine Beziehung beendet, wenn das nichts ist. Also das Überprüfen, das ist das eine. Das ist die Pluto-Energie. Dann Lilith mit Mars in Verbindung und das wirkt eher bei den Männern, die Sehnsüchte und die Wünsche, aber diese Neigung davonlaufen. Dass man auch nicht nur wahrnehmen dieses Gefühl, das nehmen sie sowieso wahr, weil das wirkt, also sie spüren das, also nicht nur spüren, sondern das Herz öffnen. Das ist eine Herzöffnung, ist sehr wichtig, besonders bei den Männern. Und dann dieser rückläufige Saturn, vieles von Vergangenheit. Manche Themen sind karmisch, da noch etwas verarbeiten, das bewusst auch wahrnehmen. Und natürlich offen zu sein, über Gefühle zu sprechen. Und die Kraft ist auch wichtig. Nicht nur bei Steinbockgeborenen, sondern auch bei Krebsgeborenen, dass das im Gleichgewicht bleibt. Nicht zu viel und nicht so vielseitig, weil wenn das zu viel ist und führt zum Stress, verlieren sie die Kraft. Gilt für Krebsgeborenen, gilt auch für Steinbockgeborenen. Also konzentriert auf dem Wesentlichen zum Konzentrieren. Und gerade bei Steinbockgeborenen kommt noch die Gefühlszustand dazu, auch diese Wünsche, auch die Liebe wahrnehmen. Aber nicht nur das, sondern auch das Äußern, offen zu sein dafür. Und so kommt das alles in Form. Und das ist auch Lernaufgabe, gerade bei den Steinbockgeborenen, besonders bei den Steinbockmännern. Die Tierkreiszeichen Wassermann geboren haben Erfolg in beruflichen Situationen. Sie können mit einer guten Nachricht auch rechnen. Und auch wenn momentan noch in der Liebe, Partnerschaft Einschränkungen sind, es nähert sich einem baldigen Liebesglück, also damit können die Wassermann-Geborenen rechnen. Die Wassermann-Geborenen haben aber auch karmische Themen und es betrifft die alte Karma, alte karmische Erinnerungen, auch vielleicht etwas loslassen, manche Sachen befestigen, wir müssen nicht
von allem verabschieden, das, was gut ist, natürlich befestigen, was nicht gut ist, verabschieden, das auch überlegen und kommen auch karmische Begegnungen, ganz klar. Und es nähert sich auch in die Liebe, Partnerschaft, dann kommt auch etwas in Bewegung. Bei den Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist der Heilprozess ist schon vorbei. Und in die liebe Partnerschaft haben die Fischengeborenen Glück. Also es ist alles im Fluss. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist auch etwas speziell. Weil die Wiedergeborenen werden zurzeit übersehen. Aber das nicht ins Herz zu nehmen, sondern die Wiedergeborenen gerade brauchen diese Ruhe, dieser Rückzug. Dann kann auch bedeuten, dass vieles im Geheimnissen ist. Viele Wiedergeborenen verstehen die Zusammenhänge oder verstehen sie hinter den Kulissen zu schauen und viele Geheimnisse werden sie dann erkennen, auch das Geheimnisse des Lebens zum Beispiel. Aber kann auch etwas bedeuten, was nicht sichtbar ist. Gespräche, zum Beispiel hinter dem Rücken, dass die Wiedergeborenen das spüren oder sie werden das erfahren, diese Geheimnisse. Also vieles, vieles läuft gerade im Geheimen. Natürlich kann das Bereich geheime Wissenschaft sein oder Spiritualität, da etwas zum Entdecken, erforschen, aber auch viele im Alltag, was alles im Geheimen läuft, dass da die Wiedergeborenen natürlich dann ein Auge dafür haben oder das Gespür dazu haben. Das spüren sie auch. In anderer Zeit sollen sie eher oder sollen wir eher zurückhaltend sein, jetzt momentan in Schattenseite im Leben zu sein, weil wir brauchen gerade diese Zeit für uns selbst. Und so kommen wir wieder in Kraft und dann kommt eine baldige Bewegung, kommt etwas ins Licht. Momentan ist schwierig, in die Mitte zu sein, ins Licht zu kommen. Wir sind gerade im Schattenseite. Aber das ist nichts Negatives, sondern wir sollen das vorteilhaft nutzen, ausruhen, die Ruhe bewahren, einen Rückzug, um uns selbst zu kümmern und meditieren oder nach innen schauen. Da finden wir gerade die Licht und da finden wir auch die Kraft. Und das war mein Tageshoroskop. Was ich noch betone, das sind die Blitzberatungen, was auch sehr gut ankommt, weil das Blitz schnell geht. Wenn Sie Fragen haben, können Sie jederzeit zu mir wenden. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail. Sie können Ihre Lebenssituation auch ausführlich beschreiben. Ich nehme gerne die Zeit dafür und ich beantworte diese E-Mails auch blitzschnell. Und mein Honorar beträgt für diese Blitzberatungen pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und wenn wir schon bei E-Mails sind, ich möchte mich herzlich bedanken für die vielen Glückswünsche für Geburtstag. Ich habe gestern den Tag genossen, es war wirklich wunderschön. Wir waren am Meer. Und das Wetter hat auch mitgemacht, es hat alles gepasst. Und vielen lieben Dank. Und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.